du musst irgendwo einfach mal sagen, hey, ich wage jetzt etwas, ich mache irgendwo einen Schritt, ich führe eine Veränderung bei. Und was leider die meisten machen, sie führen wie ein Selbstgespräch mit sich selber im Kopf, das sehr negativ ist. Sie sagen, ja, weißt, für dich mag das gehen, das gehört immer wieder am meisten. Mhm. Ja, du kannst das schon bringen. Ich sage, nein, du kannst das auch machen. Wichtig ist, dass man etwas wagt, etwas riskieren. Flowcast mit Flavio Kamensind. Flavio Kamensind spricht mit erfolgreichen Zeitgenossen über ihr ganz persönliches Flow-Rezept. Was haben sie erreicht? Was treibt sie an? Ihr persönlicher Weg zum Erfolg, Passion und Top-Performance im Business und Leben. Und was hält sie im Flow? Flowcast. No Trash Talk, just Flow. Herzlich willkommen in der Sendung, Ferris Bühler. Hi Flavio. Der Medienprofi, PR-Profi, bekannt eigentlich schon fast allen im Land. Das darf man so sagen. Von 1 bis 10, das ist die erste Frage. Vielleicht weisst du schon, wie fest bist du im Flow in dem Moment? Total im Flow, weil wir sind auf Flowcast und bei mir ist eigentlich jeden Tag bin ich im Flow. Ich sage mir am Morgen immer, hey, was kommt heute spannend? Ich freue mich drauf. Ich stehe nicht auf und denke, ah, das wird wieder ein schlimmer Tag. Oh nein, das kommt, sondern ich freue mich und durch das bin ich voll im Flow. Ich würde sagen, heute bin ich so auf 9,9. Oh, sehr schön. Ja, mal schauen, ob wir sogar noch eine Szene herbringen bis am Schluss der Sendung. Ferris, du hast es gerade schon gesagt, du bist immer im Flow. Du hast mir im E-Mail geschrieben, wo du mir eine Antwort gegeben hast. Du bist seit über 20 Jahren stets im Flow. Wie schaffst du das? Ich schaffe das mit dem, dass ich jeden Tag das mache, was ich wirklich will. Also bei mir ist nichts, was ich täglich mache, wo ich denke, ich weiß nicht. Sondern ich freue mich jeden Tag von allem auf den Tag, der kommt, auf Projekte, die kommen. Ich habe das Privileg, dass ich das machen darf, was ich will. Also Sachen, die ich keine Lust drauf habe, die mache ich gar nicht. Lohne ich auf die Seite, lohne ich aus in meinem Leben. Und das motiviert mich extrem. Ich würde sagen, es ist so eine Passion, eine Leidenschaft, so ein Feuer, das brennt. Und ist einmal im Brand gesetzt, dann bist du einfach, dann freust du dich aufs Leben und hast Spass daran. Das ist ja das, was alle wollen. Wie schafft man das? Wie schafft man das? Ich glaube, man schafft es in dem, dass man sich vielleicht mal überlegt. Ich glaube, wir alle kennen den Moment, du kommst irgendwann an einen Punkt im Leben, wo du keine Lust mehr hast. Oder wo du denkst, und ich meine nicht keine Lust aufs Aufstehen am Morgen, sondern auf alles, keinen Bock mehr. So auf, keine Lust auf das und so. Und ich glaube, das ist sehr ein wichtiger Moment, weil dann kannst du dir überlegen, was brauche ich eigentlich, was würde mich glücklich machen oder was gefällt mir nicht. Und so eine Bestandesaufnahme mal zu machen und so wirklich schriftlich mal niederzuschreiben, das macht mir Spass, das macht mir keinen Spass. Und wenn du dann auf das fokussierst, was dir Spass macht, ich glaube, dann kommst du dort hin. Das ist dann von deinem Leben mal passiert, dass du einen Moment gehabt hast, gesagt hast, jetzt muss ich mir mal aufschreiben, überlegen, was ich mache. Ja, das hat es eigentlich immer wieder gegeben, aber wie alle, man wächst in einer Familie auf, man hat Eltern, die coachen einem irgendwo hin, oder coachen einem, die erziehen einem, die sagen einem, das darfst du nicht. Und bei mir war auch schon ziemlich früh klar, meine Mutter hat gesagt, du musst in ein Büro kommen, weil du bist gut mit Sprachen und so. Sie selber war das auch und immer noch. Und hat dann gesagt, du musst unbedingt in ein Büro, also eine internationale Firma, und da kannst du Karriere machen, kannst dann aufsteigen, kannst immer einen Stock höher gehen in dem Office-Building, das du dann schaffst. Und ich habe dann gefunden, ja, okay, wenn sie das sagen, wird das schon so sein. Und so habe ich mich wieder treiben lassen in die Richtung. Ich habe dann eigentlich so alles gemacht, was vernünftig ist und logisch ist. Und mir eigentlich selber gar nicht überlegt, was hätte ich wirklich. Und bei mir war vielleicht die Wendung. Ich habe bei einem Punkt angekommen, dass ich eine Schule gemacht habe. Die heisse Verkehrsschule, gibt es heute nicht mehr. Dort sind die Leute dran, die wollen zur SBB oder zur Swissair hat es da noch gegeben. Oder zur PTT, heisst heute Post. Ja. Und. Das sind so ein bisschen Berufe, wo alles klar vorgegeben ist. Und ich bin irgendwie zur Bahn gekommen, habe dort geschnuppert, in einem kleinen Bahnhof am Bodensee. Ich konnte die Barrieren hochlassen und runterlassen. Und habe das so cool gefunden. Und fand, hey, ich muss unbedingt Bahnhofvorstand werden. Und bin dann in die Schule gegangen und man hat mir gesagt, nach dieser Schule kannst du die Lehre machen und dann kannst du sie verkürzt machen, bevor ich direkt können anfangen konnte. Und in dieser Schule hat es dann einen Psychotest gegeben. Plötzlich hat es geheißen, jetzt müssen alle, die zur Bahn wollen, noch diesen Test machen. Und ich habe gedacht, ja, kleine Geschichte. Mein Rektor hat gesagt, du musst einfach pro forma gehen. Ist ja eh klar, dass du den Job hast, weil die Schule stimmt alles und so. Und dann kommt der Brief und die sagen mir, ich bin durchgefallen. Bahn, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir Ihnen leider keine Anstellung offerieren können. Und ich fand, das kann doch nicht sein. Und der Rektor hat angerufen. Und dann haben die mir gesagt, nein, wir haben genau Leute gesucht, die einer bestimmten Bandbreite entsprechen. Und ich bin wahrscheinlich anscheinend irgendwo drüber, drunter, wo auch immer gewesen, aber nicht dort, das, was sie gesucht haben. Und dann ist mir eigentlich klar geworden, dass Kästchen-Denken, das ich in diesem Job hatte, wo ich nichts denken darf, wo eigentlich alles im Reglement vorgegeben ist, so bin ich gar nicht. Und ich muss das machen, was ich wirklich will. Und dann habe ich mich
mal gefragt, was will ich, und dann habe ich mich angefangen zu entwickeln in die Richtung. Was bist du gewesen? 15, 16 in dem Fall? Ja, genau. Und dann hast du gesagt, ich will ins Fernsehen. Nein, nein, ja, das Fernsehen war dann so etwas, wo ich denke, dort werde ich eh nie arbeiten. Aber das erste war vielleicht, ich habe Zeitungen vertreibt in dieser Zeit am Bodensee bei Wind und Wetter mit meinem Velo, mit den zwei roten Taschen links und rechts, bin ich ins Quartier gegangen, um mir irgendwo ein paar Franken zu verdienen. Und ich habe dann immer die Zeitung vertreibt, und das Schönste war immer, ich habe immer ein Exemplar dann so ein bisschen gestibitzt am Schluss, ja, und heimgenommen. Es hatte immer zwei, drei vorige gehabt. Und habe dann das daheim angeschaut und gefunden, hey, das sind auch spannend. Und wer sind die Leute? Und das meiste, was mich immer interessiert hat bei dieser Zeitung, nehmen von den Leuten, die Bericht geschrieben haben. Und ich habe gesagt, ich würde gerne mal kennenlernen. Und dann bin ich wirklich mal auf die Lokalredaktion hier von der Schweizerischen Bodensee-Zeitung in Arbon. Leute und gesagt, hey, ich bin im Fall der, der eure Zeitung vertreibt. Kann ich einmal Ueli Deppete, kann ich den mal kennenlernen, den Redaktor? Und dann bin ich zu dem ins Büro, habe ihm erzählt, und dann hat er mir gesagt, ja, und sag, ja, was würdest du denn brauchen, wenn ich das auch lernen will? Ja, das ist kompliziert, ja, könnte ich denn irgendwo mal etwas schreiben für euch? Und so sind wir eigentlich ins Gespräch miteinander gekommen, und am Schluss hat er gesagt, du weißt was, habe ich gesagt, St. Gallen ist der DJ Bobo, ich bin ein riesen Fan von DJ Bobo, und der ist in der Kreuzbleicherhalle. Kann ich dort für euch schreiben? Ja, geh mal und dann schauen wir mal, was du bringst. Dann war ich dort mit zittrigen Händen, mit dem Fotoapparat, habe sogar noch gefötelt, habe den Konzertbericht geschrieben, habe ihn abgegeben und habe gefunden, super, den bringen wir gerade. Und der ist nicht nur in dieser Zeitung, sondern gerade in allen Koffern der Region. Und ich habe meinen Namen drin gelesen, wo dort gestanden ist mit dem Bericht, und ich war so stolz gewesen. Und von dort an haben sie mir jedes Wochenende irgendwo an ein Jodlerfest geschickt oder irgendwas sonst. Und dann habe ich das gemacht, und ich wollte Medien produziert. Ja. Und dann, wie ist es weitergegangen? Also du bist ja eben nicht nur dann im Print gewesen, sondern auch sogar im Fernsehen. Genau, genau. Das ist nachher als nächstes gekommen. Ich habe dann durch das Schreiben und so, habe ich Leute kennengelernt vom lokalen Fernsehsender. Das war eigentlich einer der ersten Lokalfernsehsender gewesen von der Schweiz. Lokalfernseh Sulgen hat das geheißen, am Bodensee. Und ich bin auch dort einfach mal gefragt, angeläutet und gesagt, hey, ich hätte eine coole Idee. Ich war hier mit der Pfadi, ich war hier noch in der Pfadi gewesen. Wir haben einen Werbefilm gemacht, können wir den bei euch ausstrahlen auf dem Sender? Und ich hätte auch sonst Bock auf Fernsehen. Die hat gesagt, ja, schick sie mal. Habe ich es mit meinem damaligen Kumpan zusammen, haben wir den zusammen geschnitten und gemacht und abgegeben, haben sie gefunden, ah, das ist auch lässig, den bringen wir. Und dann haben sie mir die Möglichkeit gegeben, immer wieder mal etwas zu machen. Und so haben wir wie ein Lokalteam in Arbon am Bodensee aufgebaut, von ein paar Verrückten, die immer wieder Fernsehen gemacht haben. Und so ist das eigentlich grösser geworden. Und da hat man noch mit VHS-Kassette, wir haben produziert, das geschnitten auf VHS-Kassette, hat jemand auf Sulgen runterfahren, das dort rein tun, und dann ist das eingespeist worden in die Kopfstation, dass das die Leute gesehen haben. Und dann irgendwo ist dann ein Punkt gekommen, wirklich in der lokalen Bäckerei gehst, das Brötchen kaufen und sagen, ah, du bist doch der mit dieser Jugendsendung. Weil wir haben dann eine Sendung gemacht, die 12 geheißen hat, weil sie 12 Minuten geht. Und sie haben einfach gesagt, wir haben kein Geld, ihr müsst das selber finanzieren. Und am Anfang war es ein Hobby gewesen, und plötzlich sind Kosten entstanden. Wir sind dann immer in Konzert gefahren, wir mussten dort ein Billett kaufen. Und wir haben dann die lokale Mosterei gefragt, wenn ihr uns nicht sponsern, haben sie 500 Franken gegeben und ein paar Kisten von dem Öpfelsaft Süßmost. Und wir haben dann das getrunken in der Sendung und so ein bisschen Product Placement gemacht. Aber das war das Steinzeitalter, da war das gar noch nicht so aktuell. Mhm. Und sind auch so ein bisschen zu Geld gekommen und haben das können immer grösser machen und mehr machen. Ja. Und was war denn das, wo du dort schon als Jugendlicher gesagt hast, ich wollte mein eigenes Ding machen? Ist es so ein bisschen, ich wollte bekannt sein, ins Fernsehen kommen? Oder was hat dich so gereizt an dem? Ich glaube, mich hat am meisten gereizt, dass du etwas kannst machen kannst, was sehr viele Leute nachher sehen. Mir ist es nie darum gegangen, mich selber zu sehen oder dass man jetzt meinen Namen liest. Sondern mir ist darum gegangen, ich habe eine Möglichkeit, meine Meinung irgendwo weiteren Leuten zugänglich zu machen. Und auch in diesen Fernsehsendungen, wir haben sehr viele Live-Sendungen gemacht, in dem Studio im ersten Kellergeschoss, dort in Sulgen, vis-à-vis vom Coop. Und wir sind dort unten gewesen, wir haben irgendetwas Verrücktes gemacht. Und dann haben die Leute einem darauf angehauen und gesagt, hey, das war eine coole Sendung, das ist lässig. Und dann hast du gewusst, hey, das wird gesehen draussen. Und klar, es war nur im Lokalen, das war ein Mikrokosmos dort. Aber für uns war das spannend. Und ich habe durch das dann wiederum an einem Event, das wir gefilmt haben, einen Verleger kennengelernt, der ein Jugendmagazin aufgebaut hat, das Trendmagazin hier. Und er hat gesagt, hey, du kennst schon ein paar Promis. Also Promis, das sind so, du gehst ein Konzert, mal filmen, machst ein Interview mit einem. Und das erste Interview, das wir gemacht haben, überhaupt, war mit einem amerikanischen Star, der hier in der Hitparade auf Platz 1 war, nämlich mit dem Scatman John. Ich weiß nicht, ob er etwas sagt. Der hat so gestackelt und hat einen Song gehabt. Und dann war in allen Medien und wir haben das Interview mit dem gemacht. Ja. Und die Zeitung hat dann einen Bericht darüber gemacht, dass wir wiederum ein Interview mit dem gemacht haben.
Und so ist so. Das Catman, das Lied. Ja, genau. Ja, das. Das. Kennst du? Super, ja, ja. Siehst du? Das ist genau. Ja, das ist der. Das ist der. Ist leider jetzt gestorben, aber okay. wir sind die ersten Schweizer gewesen, die mit dem das Interview gemacht haben. Und wir haben das nachher noch anderen Medien gegeben. Und das ist auch immer mein Konzept gewesen. Ich fand, schade, das nur fürs Lokalfernsehen. Und ich habe dann dem Jugendmagazin gesagt, hey, ich könnte auch das Interview noch niederschreiben, dann könnt ihr das auch noch haben. Und das Bild bringen, ja, das ist ja super. Und so ist das eigentlich sehr früh entstanden. Du machst zwar etwas für ein Fernsehen, aber gleichzeitig gibt es noch ein Jugendmagazin. Und ich bin dann so Print, Fernsehen, online hat es noch nicht gegeben, das war nicht so aktuell gewesen. Und so habe ich immer mehr Medien produziert und gemacht. Und bin immer mehr das reingekommen, so dass ich mir dann irgendwo gesagt habe, ich bin dort noch nebenbei, ich habe Speditionskaufmann eigentlich gelernt und habe den Job zwar gemacht, aber das war immer das Gleiche, die Zollformulare ausfüllen und hast können darauf gehen, es ist Freitag um 10 Uhr, jetzt läutet dann der Kunde an und meldet an, hey, kommt bei mir mit dem Lastwagen die Ladung abholen. So repetitiv. Und ich habe hier gewusst, etwas, was ich nie mehr will in meinem Leben, ist ein 8-to-5-Job, wo, kennst du, täglich grüßt das Murmeltier, oder? Alles ist voraussehbar. Und ich habe mir gesagt, mein ganzes Leben, ich will das nicht voraussehbar machen. Ich mache extra Sachen anders, wenn ich merke, ich komme in eine Routine rein. Also ich sitze bei jeder Sitzung an einem anderen Ort am Sitzungstisch. Ich stand am Ort, wenn wir Stand-ups haben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil durch das bleibst du wie flexibel. Und durch das eigentlich habe ich mich dann noch selbstständig gemacht mit 22. Und meine Eltern gesagt, ja, das ist ja Wahnsinn, jetzt verpasst du all die Möglichkeiten, die du gehabt hättest und deine Karriere gibst auf für das. Gut, welche Karriere, da habe ich noch nicht gehabt. Aber ist ja gleich. Auf jeden Fall hat dann mein Vater da gefunden, ja komm, du bist 22, du kannst ja nichts verlieren. Und dann, ja, dort hat es angefangen. Du hast so ein bisschen gesagt, eben, du bist schon mit 15, 16 schon in die Redaktion, und hast gesagt, ich will dich kennenlernen. Das braucht ja eigentlich extrem viel Mut. Ja, es braucht Mut. Und ehrlich gesagt, dort war ich sehr forsch gewesen. Das ist ganz spannend. Aber auf der anderen Seite, zum Beispiel in der Primarschule, Sekundarschule, auch nachher, wenn es darum ging, Mut aufzubringen, eine Frau anzusprechen. Das hätte ich nie gemacht. Ich habe immer gefunden, ich lasse hier all die Macho-Typen vor, die kommen und sagen, hey Baby, komm mit mir. Und das ist mir zu peinlich, ich halte mich da zurück. Dort hatte ich den Mut nicht gehabt, oder ich wollte ihn nicht haben. Ich habe ziemlich genau gewusst, auf wen ich Bock habe, geschäftlich. Und dort habe ich einfach gefunden, komm, ich kann ja nichts verlieren. Und sehr viel später habe ich dann angefangen, so Erfolgsbücher zu lesen oder so von spannenden Autoren. Und das ist ja immer wieder das Prinzip von Napoleon Hill, der ja auch ein grosser Autor ist, und später auch der Jack Canfield, der eines meiner grossen Vorbilder ist, hat immer wieder gesagt, ask, das Erfolgsprinzip, ask, drei Buchstaben, frag, weil du kannst nicht verlieren. Und die meisten Leute, und das sehe ich ja heute noch, sie getrauen sich nicht zu fragen, sie sind einfach ruhig und denken, ja, der will das ja eh nicht. Ja, der wird mir eh einen Korb geben. Der wird mir eh keinen Auftrag geben. Du hast ja schon einen, der für dich Kommunikation macht. Ich frage dich nicht. Und ich habe immer gefragt. Und durch das habe ich sehr viel dann bekommen. Ja. Und bist du heute immer noch so mutig wie damals? Ja, ich muss ehrlich sagen, wenn du dann anfängst grösser zu werden und von der One-Man-Show dich entwickelst, dann sind immer mehr Leute. Und jetzt sind wir dann bald auf 12 Leute eigentlich. Und dann fängst du plötzlich an, vernünftig zu werden. Fängst dir so an zu überlegen, hey, um 8:30 muss ich dann schon im Büro sein. Und bis um 5:30 will ich schon arbeiten. Also will ich, sollte ich fast bleiben und so. Du wirst so ein bisschen normal. Ja. Und mit dieser Normalheit fängst du vielleicht manchmal auch an, vernünftig zu denken. Und ich habe mich immer wieder mal dazu mir einen Ruck geben und sagen, hey, nein, komm, jetzt mache ich das bewusst nicht. Und zum Beispiel kürzlich hat mir auch ein Kunde angerufen am Freitagmittag, am Freitagmorgen, und hat gesagt, hey, hast du heute Nachmittag Termine? Sage ich, Termine nicht, aber natürlich jede Menge zu tun. Und sagt, ja, ich auch, aber komm, wir gehen zusammen, gehen auf Zürich, wir gehen kurz Mittagessen zu einem Kollegen in Niederdörfli. Dann sind wir dort hin, haben dort super gut gegessen, Rotwein getrunken, die Sonne hat dann geschonen, es ist langsam 2:30 geworden. Und wir haben gefunden, wir machen jetzt einfach blau. Ja. Und dann sind wir dort gewesen und sind ein bisschen an See und haben den Nachmittag verstreichen lassen. Aber das sind doch die Sachen, der Luxus, den du eigentlich hast als Unternehmer oder als Selbstständiger. Du kannst das alles selber bestimmen. Und manchmal denkst du viel zu wenig an das und du bist so kein Hamsterrad rein und dann musst du eben wieder dort rausgehen. Also du machst das immer bewusst, dass du wieder aus dem Rad rausgehst. Ja. Weil ich habe eben auch das Gefühl, so als Junge, ich habe eine ähnliche Geschichte mit Internetradio gehabt, da bist du so einfach unbeschwert und gehst einfach her. Und dann bist du eben irgendwann so wie in dem normalen Leben drin. Genau. Und dort sagst du dir einfach, Tag,
Heute Nachmittag bin ich nicht rum. Ich glaube, dort musst du dich challengen. Und das geht mir manchmal gleich. Ich bin früher noch immer mit meinem Hund die gleiche Runde, immer die gleiche Runde ins Büro gelaufen. Und ich bin immer über eine Brücke vor dem Büro. Es hatte eine Eisenbahntunnelbrücke, das bei Baden. Und ich bin dort drüber gelaufen. Und immer zur gleichen Zeit, als ich drüber gelaufen bin, ist der TGW unten raus geschossen. Und plötzlich habe ich realisiert, hey, warum kommt immer der TGW da unten raus? Oder vielleicht ist er schon ein bisschen weiter vorne, es ist wurscht, die habe ich nicht mehr gesehen. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, hey, ich bin in einem Rhythmus rein, wo jeden Tag alles gleich ist. Ich dusche wahrscheinlich, ich drehe wahrscheinlich zur gleichen Zeit den Duschknopf und alles. Und dann habe ich gefunden, jetzt gehe ich extra später, jetzt warte ich ein bisschen. Jetzt ist er sicher schon weg und dann bin ich gegangen. Gut, einmal ist er dann auch später, sie haben wir uns wieder gesehen, aber es ist gleich. Man muss sich, wie du richtig sagst, man muss sich dazu zwingen. Nicht in die Routine. Also du musst die Routine immer wieder brechen in deinem Leben. Sehr spannend. Ich würde noch mal kurz anknüpfen in den jungen Jahren von Ferris Bühler. Und zwar, wo du gesagt hast, eben, du hast einen Fernseher gemacht, du hast dein Jugendmagazin gehabt. Und dort, du bist glaube ich erst 1920 gewesen, gell? Hat es aber schon einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, ich muss mich ein bisschen, glaube, neu orientieren, fokussieren. Gesundheitlich hat dir gesagt, hey, Bub, du bist zwar jung. Das stimmt, das stimmt. Weil das ist die Gefahr, wo man hat, wenn man eine Passion, also eine Passion oder eine Leidenschaft entwickelt. Man kommt immer Lust auf mehr. Das kennst du vielleicht auch, du produzierst Flowcast und findest, ah, der Gast war cool gewesen und jetzt, hey, der will ja noch und der auch noch. Und können wir nicht noch mehr Sendungen machen? Ja. Und irgendwo, ich habe hier auch, ich habe so viele Sachen parallel gemacht. Also eben, ich habe meinen 8-5-Job gehabt. Ich habe nach dem Feierabend ins Video gegangen, mit mir ins Fernsehstudio rein, etwas aufnehmen. Nebenbei habe ich noch etwas geschrieben und. Ganz, ganz viele Sachen. Pfadi habe ich auch noch gemacht. Und irgendwo habe ich noch gemerkt, ich war in England dort auch, und ich habe am Sprachaufenthalt immer Schmerzen gespürt in meinem Bauch. Und dann gefunden, ja gut, das ist vielleicht der Ernährung, ein bisschen von Junkfood momentan. Und dann bin dann plötzlich von einer Stunde auf die andere gesagt, ui, das sieht aus, wie du da einen Blinddarm hast, wir müssen das sofort notoperieren. Bin dann verwacht im Kantonsspital St. Gallen und habe gemerkt, hey, ich hänge da an einer Maschine und alles hey, was ist mit meinem Bauch los? Und habe dann gemerkt, dass ich eine Narbe habe, dass ich auch aufgeschnitten worden bin, die ganze Bauchlänge, die habe ich heute noch. Und bin dann, und habe mich nicht mehr bewegen, bin wirklich eigentlich zwei Wochen mit Amorphium gehangen und alles gegen die Schmerzen. Und sie haben mir dann Morbus Crohn diagnostiziert und auch ein grosses Stück vom Darm rausgeschnitten, wieder zusammengemacht und gesagt, kommt dann schon wieder. Und dann habe ich realisiert, das ist jetzt alles zu viel gewesen. Und ich bin dort auch sehr lange nicht sicher gewesen, wird der Darm wieder funktionieren oder nicht. Und die Ärzte haben mir immer gesagt, ja, jetzt können wir noch 3 Tage warten, wenn er dann nicht funktioniert. Wir versuchen es mal mit Essen, dann geht wieder nicht. Und wenn es dann in 3 Tagen nicht funktioniert, dann müssen wir uns mal darüber unterhalten. Müssen wir da etwas Künstliches machen oder was? Und ich dachte, oh mein Gott, das will ich auf keinen Fall. Und eine Kollegin hat mir dann ein Buch gebracht, das heisst, die Macht loszulassen. Und dort ist eben gestanden, wenn du Sachen hast, die extrem, extrem bedrücken oder dich vor den Kopf stoßt, dem wirklich, schreib das nieder und sag, was du wirklich willst und dann lass los, tu das weg. Und ich habe das niedergeschrieben, das Briefli, das Büchli hineingesteckt und das Büchli jemandem mitgegeben und habe ich losgelassen. Und dann wirklich einen Tag darauf haben, ist wie einfach so Genesung gekommen. Ist mir wieder gut gegangen, habe ich können essen, der Darm hat funktioniert und ich habe dann können fast nach einem Monat das Spital verlassen. Und dann habe ich mir aber wirklich gesagt, jetzt überlege ich mir sehr genau, was will ich wirklich machen und was kann ich machen. Und ich fange auf, meinen Körper zu hören. Hast du dann den Fokus dann auf etwas Bestimmtes gesetzt oder hast du immer noch viele Sachen gleichzeitig gemacht? Nein, ich habe das war dort eben, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und ich habe nebenan noch gearbeitet. Und ich habe gefunden, ich muss diesen Job an den Nagel hängen, weil das ist das, was mich nicht mehr glücklich macht. Und ich hatte halt immer Sicherheitsdenken, das ich aus der Elternstube mitbekommen habe. Du musst genug verdienen, dass du genug auf deinem Konto hast. Und ja, nichts wagen, weil da selbstständig ist schlimmst, weil du weißt nicht, kommt das Geld, kommt es nicht. Und ich habe dann gefunden, ich mache jetzt den Schritt, weil viel kann ich nicht verlieren. Und klar, am Anfang der Selbstständigkeit musst du immer so ein bisschen zirkeln, musst schauen. Also ich habe wirklich Monate dort, wo ich als freischaffender Journalist gearbeitet habe, wo ich nicht gewusst habe, muss überlegen, tue ich jetzt meinen Tank füllen oder gehe ich zum Mittagessen oder gut, das sind Extremsituationen, aber ich hatte die auch gehabt. Und das hat mir aber ich hätte das nie hergeben, weil Jahre später bin ich in einer Situation gewesen, wo ich das machen konnte, was ich wollte. Und ich habe auch irgendwo Geld verdient. Also ich musste mir nicht mehr überlegen, was ich jetzt machen will. Und ich treffe manchmal, bin dann auch schon Leute getroffen von meiner Zeit von früher, von der Verkehrsschule, die jetzt bei der Post in einer höheren Anstellung sind, die mir sagen,
hey, du hast einen coolen Job, was du machst und so, lässig. Dann sage ich, aber du auch, du machst auch, du hast einen super Posten bei der Post. Und dann sagen die, ja, aber weißt du, es ist immer das Gleiche und alles ist vorgegeben, es ist nicht mehr wie früher und so und eigentlich scheisst mit dem Job total an. Und dann sagen die, hey, aber weißt du was, dann mach doch jetzt einen Break, fang etwas Neues an. Und die sagen mir dann, ja, weißt du, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt ist schon zu spät. Aber die sind 42, die haben ja noch 20, über 20 Jahre zum Arbeiten. Und ich finde, das ist so schade, dass das manchmal versäumt wird. Ja. Das ist etwas, was ich will hören von Eltern, schon mit 30, die sagen, jetzt bin ich schon wieder drin, ich habe Kinder, ich kann nichts mehr anders machen. Ja. Eben, du hast dich mit mega vielen Büchern und auch positiven Theorien, wie du schon vorher erwähnt hast, befasst. Was sagst du denen? Ich meine, du kannst dann gleich nicht sagen, ich sage, nein, ja, mach's doch einfach, ich habe es auch einfach durchgezogen. Ja, du Handkrumm, verstehe ich dann gleich, wenn einer sagt, hey, ich habe meine Fixkosten von 8, 9 Mill. Ja. Irgendwie musst du dann das auch noch zahlen. Das stimmt. Wenn ich halt, oder was viel das Problem ist, die Leute machen nicht einen ersten Schritt. Und ein erster Schritt heisst für mich nicht, von heute auf morgen künden und dann mal ein bisschen zurücklehnen und schauen, was passiert. Für mich heisst ein erster Schritt zum Beispiel zu überlegen, welche Massnahmen muss ich fein anfangen einleiten, dass es eine Veränderung gibt in meinem Leben. Das kann sein, dass ich zum Beispiel ich habe ein Hobby, sagen wir mal, ich gehe gerne jagen, ich wäre jetzt ein Jäger. Und ich werde irgendwann mal in diesem Bereich arbeiten. Ich habe aber noch einen Job, den ich gut verdiene. Und ich weiss, wenn ich von heute auf morgen aufhöre zu arbeiten, als Jäger kann ich nicht davon leben. Also muss ich mir jetzt überlegen, wie könnte ich das Hobby zum Job machen oder wie könnte ich dort Geld verdienen, zum Beispiel indem dass ich das Fleisch von den Tieren, die ich gehe, zerlege, dass ich das verkaufe oder etwas mache oder einen Caterer gebe. Und da könnte ich zum Beispiel versuchen, Teilzeit oder mein 100% mal abzuschrauben. Einfach mal. Viele sagen, nein, das geht in meinem Job auf keinen Fall. Ich weiß, ich arbeite jetzt schon 150%, kannst du vergessen, gerade bei mir. Sagen, hey, aber überleg dir mal, red mal mit deinem Chef. Vielleicht ist der ja froh, vielleicht hat er ja noch etwas anderes vor. Und sagt, das ist gerade gut, wenn du auf 80% runtergehst. Durch 80% zum Beispiel hast du einen vollen Tag für dich allein zur Verfügung. Du kannst auch viel machen an diesem Tag. Und trotzdem, mit 80% vom Einkommen kannst du durchaus noch leben. Und noch, also, ich will vielleicht damit sagen, du musst kleine Sachen anfangen, initiieren, dass du nachher kannst dann irgendwann den Klick machen zum grossen Ganzen. Der erste Schritt ist extrem wichtig. Einfach mal Tag machen und nicht nur immer in der Theorie reden und Bücher lesen. Ja, do it. Und weißt, ich bin kein Motivationstrainer. Und ehrlich gesagt, ich habe sehr viele amerikanische Motivationstrainer erlebt auf der Bühne, wie ein Tony Robbins und so, die sagen, ich gotta do it und so Massen. Von dem halte ich nicht viel. Sondern ich halte einfach, du musst etwas initiieren. Oder auch wenn du dir sagst, hey, ich will, jetzt gehe ich darauf zurück. Auch wenn ich in der Schulzeit nicht viel gemacht habe, jetzt, als ich Frauen angegangen, wie wenn ich vorher gesagt habe, und gesagt habe, es muss noch fragen, habe ich später Flirtkurs gegeben, weil ich mich stark mit Kommunikationspsychologie beschäftigt habe. Ich habe viel gemacht in den USA zu diesem Thema. Bin dann zurückgekommen und Kommunikationspsychologie ist nichts anderes als Flirten, oder? Mit Signalen, die du ausschickst. Und ich habe dann Flirtkurs angefangen gegeben. Allerdings nur eine kurze Zeit, weil wir haben die Leute geleitet, die zum Teil gekommen sind, weil die sind so eben gefunden, ja, weißt, ich finde eh niemanden und so, und die Schultern hängen lassen und so. Und, aber du musst irgendwo einfach mal sagen, hey, ich wage jetzt etwas, ich mache irgendwo einen Schritt, ich führe eine Veränderung bei. Und was leider die meisten machen, sie führen wie ein Selbstgespräch mit sich selber im Kopf, das sehr negativ ist. Sie sagen, ja, weißt, für dich mag das gehen, das gehört immer wieder am meisten. Ja, du kannst das schon bringen. Oder wenn ich irgendwo an ein Event gegangen oder ich moderiere etwas und hast irgendwie ein knalliges Shirt an, sagen sie, ja, du kannst den bringen. Oder ich war schon mit Kollegen in Vegas, sie sind mir Kleider posten und die haben gesagt, hey, look, das sind Hosen für dich, du kannst das anlegen, du bist so ein, du trägst den Stil, ich kann das nicht bringen. Ich sage, warum kannst du das nicht bringen? Ja, weißt du, ich bin eher so ein bisschen auf schwarz und nicht so wild und so. Ich sage, nein, du kannst das auch machen. Wichtig ist, dass man etwas wagt, etwas riskieren. Und wie kannst du, du sagst, zieh es einfach durch und machst, wie gibst du so einem auch den Mut weiter? Ich meine, es ist dann immer einfach geredet, aber vielleicht fällt es dem gleich schwer. Ja, ich glaube, dort ist wirklich, du brauchst so eine Art, wie jemand mit dir ab und zu mal redet. Also wenn du mir zum Beispiel sagst, hey, du, wir zetteln eine neue Sendung an oder machen irgendwie etwas. Und ich sage dir, hey Flavio, das ist eine coole Idee, mach das. Und nachher sagst du, ja. Und dann ich rufe dir vielleicht nach einer Woche wieder an und sage, hast du schon angefangen, etwas vorbereitet? Ja, bin noch nicht dazu, nach einer Woche wieder. Ja, noch nicht. Dann sage ich vielleicht, hey, mach es jetzt. Also, man braucht vielleicht so etwas wie einen Partner. Es gibt auch etwas, das heisst Brain Trust Prinzip. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Du suchst eine Person, wo du gut die gleiche Wellenlänge hast. Ja.
und wo du viel miteinander telefonierst. Zum Beispiel, ich bin sehr viel, sehr weite Wege im Auto unterwegs. Mhm. Und ich nutze Radio, ich laufe immer das Gleiche, ich höre selber aus, wann ich will. Und welche Zeit das jetzt ist, das weiß ich selber, muss ich mir nicht sagen lassen. Und wo es einen Stau hat, das weiß ich mein Navi besser, wie wäre er im Radio. Also Leute in dieser Zeit, Leute an und tausche mit denen aus. Und die sagen mir dann vielleicht, hey, ich bin gerade an dem und dem. Und wenn ich wieder Auto fahre, Leute wieder an und sage, bist schon weiter. Und gleich machen die Personen das auch mit mir. Und durch das coacht man sich eigentlich gegenseitig. Ja. Finde ich sehr einen spannenden Ansatz. Das ist ja so mega lang so durch. Ja, ich mache das sehr häufig. Oder ich rufe Leute an, wo ich finde, schon lange nichts mehr gehört. Ich mache das nicht systematisch. Es gibt auch Leute, die haben sich eingetragen. Oder, hey, ja, musst jetzt deren und deren. Ja. Und wir wissen ja alle aus Social Media, wer heute Geburtstag hat. Ja. Ich bin zum Beispiel ganz schlimm. Ich gratuliere sehr, sehr selten Leute zu ihrem Geburtstag, weil ich sehe, die haben schon die ganze Wahl voll. Ich überrasche es dann lieber im Moment, was nicht mit mir gerechnet hat und schicke denen sonst wieder mal ein Lebenszeichen. Finde ich viel schöner. Ja. Du hast deine eigene Kommunikationsfirma mit 12 Mitarbeitern schon unterdessen, gell? Wie führt ein Ferris Bühler sein Unternehmen? Wie mache ich das? Ich muss sagen, wie führe ich es heute? Wie früher ist früher, oder Ferris Bühler früher noch, war einer, der. Ich bin früher selber Journalist gewesen, bin dann nachher eben in die PR-Branche gekommen und ich habe mir immer gesagt, ich will nicht den gleichen Fehler machen, den die PR-Leute machen, die mich immer genervt haben als Journalist. Das sind nämlich die, die anrufen und sagen, sie haben denen eine Medienmitteilung geschickt, haben sie es schon bekommen? Ich sage, ja, sie, ich habe so viel, aber okay, eine, ja, in dem Fall habe ich sie bekommen. Ja, machen sie jetzt einen Bericht? Ja, ich schaue es dann an, ich entscheide mit dem. Ich habe immer gefunden, wir müssen gute Geschichten haben. Nur wenn du gute, coole Geschichten hast, die auch individuell für das Medium ist die Geschichte gut, für die ist die Geschichte gut. Wenn du das hast, dann hast du einen Erfolg. Und dann habe ich das selber recht gut können, inputen, sagen wir ja dem im PR-Jargon. Also du läufst den Medien an, du gehst Geschichten anbieten und hoffst, dass die erscheinen. Und hatte dann mal eine erste Mitarbeiterin gehabt, der hat gesagt, so und so musst du es machen. Wo sie es gemacht hat, habe ich genau zugelassen. Und dann gesagt, nein, du musst so und so machen. Aber weißt du was, komm, ich mache es selber, gib es mir wieder rüber. Ja. Also alles wieder zu mir genommen und ich mache es. Und ja, du kannst mir ein bisschen assistieren, aber ich mache es. Ich habe dann niemals erkennen, das geht gar nicht. Ich will nicht noch zweimal eine Magen-Darm-Operation haben, sondern habe gefunden, nein, ich muss abgehen, let go. Also sagen, hey, komm, du machst das deinem Weg. Ich coache die Leute. Mittlerweile mache ich es nicht mehr selber, sondern wir haben ein Team, das andere wiederum coacht. Wir haben sogar im Unternehmen, rein, bei uns in der Agentur, haben wir eine FBC Academy. Und in dieser Academy tun wir eigentlich alle zwei Wochen tun wir die Leute coachen zu Themen. Das sind auch Trends. Manchmal holen wir auch Experten rein, die reden über ein bestimmtes Thema. Also, du musst den Leuten eigentlich Know-how geben. Und wie sie das nachher umsetzen, das ist ihnen überlassen, weil jede Person und Persönlichkeit ist anders. Das heisst, wir haben bei uns Mitarbeiterinnen, die reden sehr viel und sehr charmant und die rufen den Journalisten an, die flirten mit denen und. Andere haben wir, die Leute da, die sind sehr auf Fakten aus und die servieren Fakten. Andere, die schreiben und möglichst cool schreiben. Also jeder soll auf seine Art gehen. Und auf deine Frage zurückkommen, wie führe ich? Ich gebe ihr ein Ziel vor, ich sage, dort hin, wenn wir, dort mit dem Kunden abgemacht, wir haben das Budget, wir haben die Zeit, wir wollen das und das erreichen. Und wir sind sehr, sehr erfolgsorientiert. Das heisst, für uns ist ein Erfolg, wenn wir auch die Medienberichte hinbringen. Wir sind nicht eine PR-Agentur, die sagt, wir verschicken ein bisschen Medienmitteilung und schauen mal, was passiert. Sondern wir sagen von Anfang an, wir wollen mit dem Kunden in ein Magazin vom Schweizer Fernsehen kommen. Und wir sagen sogar, wir wollen uns, ich sage jetzt mal, zum Beispiel in die Tagesschau hineinkommen. Also, was müssen wir machen, dass wir dort hinkommen? Und dann lassen wir die Leute arbeiten oder lassen sie zu, auf das Ziel hin arbeiten und dann geht es. Also ich gebe sehr viel ab, ich lasse sehr viel los, sehr viel selbstständig machen. Ich würde sagen, da wären wir auch wieder bei deinem Thema mit dem Loslassen. Ja. Das muss schon recht gut können. Ja. Was ist, wenn dann ein Mitarbeiter das Ziel nicht erreicht? Ist er weg? Nein. Bei uns muss man ganz viel machen, dass man weg ist. Nein, ich glaube, bei uns, wenn man merkt, dass jemand performt jetzt nicht so gut oder jemand hat Mühe, dann unterstützen wir diese Person und wir versuchen, dieser Person das zu geben, was sie braucht. Bei uns ist es aber schon so, wir sind nicht die Schwachen sagen, bei uns müssen alle alles können. Sondern bei uns kann zum Beispiel jemand gut telefonieren oder jemand kann gut schreiben. Dann tut die Person, die gut telefonieren kann, doppelt oder dreifach so viel telefonieren und dafür fast nichts mehr schreiben. Und die Person, die schreibt, die schreibt desto mehr. Also, du musst eigentlich die Stärken von deinen Mitarbeitern stärken und nicht mit Schwächen, die musst du akzeptieren, die sind auch da. Und das ist am Schluss das Prinzip, wie es funktioniert. Ja. Die Stärken der Mitarbeiter haben wir gerade angesprochen. Es gibt ja im Netz, habe ich gesehen, auch noch die Ferris-Methode. Ja, richtig. Da gibt es Hörbücher, ja. Diverse. Ja. Um was geht es denn genau?
Ja, ich habe ja auch das Glück gehabt, dürfen verschiedene Bücher mitschreiben und selber geschrieben. Und die PR- und Medienarbeit mit der Ferris-Bühler-Methode, wie das heisst, ist eigentlich nichts anderes, weil viele Kollegen haben mich angehört und haben gesagt, du, wie machst du genau PR oder wie bringen dir die Berichte an? Kannst du das nicht mal irgendwo verraten? Und ich habe dann ein Seminar gemacht, das ist super gut angekommen. Und die Leute in dem Seminar haben gesagt, das wäre super, wenn es das irgendwo noch als Buch gibt. Ich habe aber keine Lust gehabt, ein Buch zu schreiben, weil ich selber auch gesehen, es braucht auch viel Energie und Zeit, ein Buch zu lesen. Und ich selber habe meistens nur Zeit am Wochenende oder in den Ferien. Also habe ich ein Hörbuch gemacht, weil da kannst du irgendwo eben viel Auto fahren, viel unterwegs, kannst nebenbei das ein bisschen hören, du kannst Sport machen und du hörst du das. Und dann haben wir die CDs rausgebracht. Und darauf erzähle ich eigentlich, wie schreibst du Medientext, wie kommst du in die Medien am Schluss, was musst du für Events machen, die spannend sind und. Plus aber auch noch zwei DVDs, wo ich in Newsroom gehe, wo ich mit Leuten rede, aus der Szene. Und das ist am Schluss ein Lehrgang geworden, wo es unter ferris-methode.com gibt es alle Infos zu dem. Ja. Ich mache aber weiterhin auch noch PR-Seminar, wo ich wirklich die sagen, hey, ich muss Coach werden, ich will von dir direkt Tipps haben, das machen wir auch immer wieder öffentlich. Ja. Finden wir alles auf der Webseite ferris.ch, gell? Genau, ferris.ch. Tun wir auch in den Shownotes dann noch rein. Kommen wir doch noch ein bisschen noch mal zu dem Flow-Thema. Ich merke, du bist ja im Flow, du hast mir gesagt, seit x Jahren bist du im Flow. Mhm. Was gibt es denn, oder was ist, wenn mal ein Tag ist, wo du weniger im Flow bist? Wie holst du dich zurück in den Flow? Oder gibt es das schon gar nicht mehr? Doch, das gibt es schon. Also, das wäre total übertrieben und unmenschlich, wenn ich jetzt behaupte, das gibt es nicht. Nein. Also, ich habe per se sehr einen hohen Energie-Pace. Also, lustigerweise, ich mache gar nicht viel Sport. Ich bin jetzt auch nicht der, der nur vegetarisch isst oder so, sondern ich trinke auch immer wieder ab und zu, das mache ich natürlich auch berufswegen, weil man geht an die vielen Events und muss dann fast das Güppli nehmen. Oder respektive das Wasser ist manchmal schwieriger rüberkommen als das Güppli, weil dann wird es gerade angeboten, anderes Thema. Aber manchmal ist auch der Tag da, ja, wenn ich jetzt an so einem Event war, sehr lang und doch auch etwas getrunken habe oder sehr einen energiereichen Tag habe, dass ich immer am Morgen aufstehe und finde, ui, heute könnte es zäh werden. Und dann überlege ich mir, was mache ich heute alles nicht, wo ich einfach merke, ich habe den Brain nicht, um das zu machen. Die Sachen tue ich dann mal verschieben auf ein anderes Datum. Weil was nichts bringt, mich versuchen, durch den Tag durchzudrücken und versuchen zu verbrechen und bügen, das irgendwie noch anzubringen. Sondern dann akzeptiere ich das, dass ich jetzt heute nicht im Superflow bin. Dann sage ich, gut, ich gehe heute wirklich früher noch. Oder ich mache heute Sachen, die mir leicht bekömmlich sind und gebe dann morgen wieder Vollgas. Also, oder ich sage wirklich mal, hey, ich schnappe mal meinen Hund, ich laufe den Limit entlang. Oder wenn es ein Wochenende ist, ich gehe jetzt lieber wandern und versuche dort wieder Energie zu tanken. Das mache ich sehr viel in der Natur, in die Berge rauszugehen. Das bringt mir dann wieder sehr viel zurück. Ja. Und was ist so ein dein Thema Flow, wo du gesagt hast, wo du seit x Jahren dabei bist? Hat es Phasen in deinem Leben gegeben, wo du den Flow fast schon komplett verloren hast? Wo du dich wirklich gefragt hast, mache ich noch das Richtige? Nein, ich glaube, es hat es wenig gegeben. Es hat es vielleicht mal gegeben, oder ich hatte die Agentur seit 18 Jahren. Das ist recht eine lange Zeit. Und ich habe mir mal überlegt, und viele Kunden haben wir über x Jahre, 10 Jahre schon mit ihnen zusammen gearbeitet. Und ich habe mir dann überlegt, lustigerweise, die Kunden sind noch happy gewesen und alles, aber ich selber habe gefunden, wir sind nicht mehr innovativ, wir sind nicht mehr kreativ, wir machen immer wieder ein bisschen das Gleiche, wir müssen uns selber challengen. Und ich war mehr so ein bisschen enttäuscht von uns selber und gefunden, dass das kann es noch nicht gewesen sein. Oder, ich bin an einen Punkt gekommen, vielleicht vor etwa 3 Jahren, dass ich gefunden habe, so die Art und Weise von PR, ja, ich habe es langsam gesehen. Also ich muss jetzt nicht mehr im Tagesgeschäft alles machen. Und dann gefunden, was müssen wir neu machen, was könnten wir dazufügen, dass wir wieder Spass haben. Und wir machen heute sehr viele Spassprojekte. Also Spassprojekte ist das falsche Wort, aber wir machen zu viel. Wo wir nur im Flow sind. Ja, wir machen zu viel so Fun-Geschichten oder verrückte Sachen. Und wir haben das Glück, dass wir auch Kunden haben, die das mitmachen. Also, wo wir zum Beispiel Rio de Janeiro, Brasilien, promotet haben, im Auftrag von Brasilien und auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Edelweiss, von Kundisch Ferienfluggesellschaft. Da ist darum gegangen, was könnte man machen, um Brasilien bekannt zu machen. Und dann würde vielleicht eine konventionelle Agentur eine Medienmitteilung verschicken. Man kann jetzt neu direkt nonstop nach Rio fliegen. Wir haben dann gefunden, ja, hat alles schon okay. Ja, wenn wir eine Party machen, eine Rio-Party, auch schon okay. Und wenn man die Idee kann, kommen, bauen den Christo, das Wortzeichen, kennen wir alle, von Rio nach und stellen das von heute auf morgen auf den Hütliberg auf. Und haben das gemacht und die Zürcher sind aufgewacht und aufgeschaut und gesagt, hä, was ist das dort oben, der Christo? Und das sind so coole Momente. Oder einfach etwas Freches machen, etwas anderes machen, das macht
richtig viel Spass. Und gibt es da so viele Kunden in der Schweiz, die so offen sind für so innovative Geschichten? Die muss man noch suchen, die Kunden, oder? Ja, aber es gibt es immer mehr. Weil, oder das, was wir machen, ist Storytelling. Wir machen nichts anderes, als Geschichte erzählen. Und viel kommt der Kunde und sagt, du, Geschichte habe ich schon. Geschichte ist eigentlich, wir haben jetzt ein neues Ski-Abonnement, zum Beispiel für eine Bergregion. Und wir sagen dann, okay, das ist noch keine Geschichte, das ist einfach ein Produkt. Da könnt ihr einen Inserat schalten und das ausschreiben. Das ist nicht das, was wir machen. Das, was wir machen, ist dann uns zu überlegen, wie müssen wir die Geschichte erzählen, dass sie spannend wird, dass sie lässig wird. Und früher haben wir einfach Medienmitteilungen geschrieben, die verschickt, nachtelefoniert und der Kunde soll in die Medien gebracht. Heute überlegen wir viel eine Geschichte, produzieren dazu ein Content, eben ein cooles Bildmaterial, Bewegtbildmaterial, Text und. Und versuchen das in möglichst viele Medien hineinzutun. Und auch der Kunde nimmt dann das zum Beispiel für seine Channels, die er hat, Social Media und so weiter. Also es ist viel umfassender, wenn nur noch in PR, sondern es ist viel mehr rundum eigentlich. Ja. Du hast sehr viele bekannte Persönlichkeiten, auch, die du zusammen schaffst. Ganz grosse Brands, eben Edelweiss ist nur eine von ganz vielen, die du ja zusammen schaffst. Wie holst du dir eigentlich so tolle Brands? Ja, das ist lustig. Ich arbeite da sehr viel. Das mag jetzt ganz witzig klingen. Wir haben bei uns kein Sales Department. Ja. Agentur heisst es so wie ich. Und dann meinen viele, ich bin der Oberverkäufer. Ich bin draußen irgendwo am Läuten und läute Leute an und sage, können wir nicht für euch zusammenarbeiten. Wir haben bis vor kurzer Zeit haben wir nie einen Pitch mitgemacht. Also viele Agenturen die machen die regelmäßig Pitches. Wir haben das auch nur gemacht, kürzlich, weil der Kunde gefunden hat, ich will mal das Szenario anschauen und will mal noch andere Agenturen anschauen, darum machen wir einen Pitch. Wir haben dann aber den Kunden überzeugt, dass er bei uns richtig aufgehoben ist. Aber viel eigentlich, was immer wieder passiert, also viele sind Empfehlungen. Viele, die ein Kunde empfiehlt uns an einen anderen Kunden oder arbeitet mit einem Kunden zusammen, der einen kennt. Und so kommen wir zu Empfehlungen. Aber viel ist eigentlich auch, ich arbeite unbewusst mit einem sehr wichtigen Punkt und das ist der Law of Attraction, also eigentlich die Anziehung. Man mag jetzt vielleicht esoterisch tönen, ist es aber nicht. Sondern zum Beispiel, wir haben bei uns in der Agentur eine Wunschkundenliste. Also es sind Kunden drauf, wo wir sagen, die fehlen uns noch. Darauf sagen wir ein Beispiel, mag zum Beispiel sagen wir brauchen ein 5-Stern- oder ein 6-Stern-Hotel, das wir gerne hätten, das in dem und dem Teil der Welt heisst. Also recht spezifisch. Oder wir sagen, wir wollen einen Schweizer Brand, der sich mit dem Thema Süßigkeiten beschäftigt und in dieser Region tätig ist. Und die Punkte schreiben wir auf und die gehen wir immer wieder zusammen durch. Und wir haben früher haben das mal gemacht, weil wir gesagt haben, wenn wir dann mal eine ruhige Minute kommt, wo wir wenig zu tun haben, dann fangen wir an, die abzuarbeiten. Also wirklich auf die proaktiv zuzugehen. Lustigerweise, was passiert ist, viele von denen sind früher oder später auf uns zugekommen. Also sie haben uns angerufen und gesagt, wir haben gehört, ihr macht das und das. Oder einer hat gesagt, du, ich kenne den, ich glaube, die suchen jemanden, die rufen mal an. Und das ist etwas, was mich unglaublich fasziniert, dass das einfach so passiert und so in einer Lockerheit. Und das versuche ich auch immer mit meinem Team mitzugeben, auch wenn sie Medienarbeit machen. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt auf die Bügel umbreche und sage, ich muss jetzt die Geschichte irgendwie das Medium hineindrücken. Wenn das nicht geht und es nicht stimmt, dann ist es der falsche Moment, dann soll es nicht sein. Hingegen, wenn ich aber weiss, wann ich will, dann geht viel Zeugs von alleine. Finde ich einen grossartigen Ansatz. Mhm. Wie reagieren deine Mitarbeiter so auf so Sachen? Da gibt es ja solche, die sind mega positiv eingestellt und die anderen sagen eben, ja, das ist eh so. Ja, am Anfang haben sehr viele... Oder sind die nach einer Woche dann schon Nein, bis jetzt sind eigentlich alle geblieben. Und wir haben auch immer das Glück gehabt, Praktikanten, die wir gefunden haben, die nehmen wir mal nur ein halbes Jahr. Und dann nehmen wir wieder einen neuen Praktikanten, die haben wir gefunden, hey, jetzt super gestimmt, wir behalten euch. Nein, die kommen sehr viel, sagen sie, haben sie Selbsterkenntnis selber. Also erstens, ich kommuniziere sehr häufig im Team, wenn so Sachen eintreten, dass ich sage, hey, jetzt haben wir doch gerade noch gestern von dem Promi geredet, wo wir mal sollten, etwas mit dem zusammen machen. Hey, der hat dem und dem geschrieben, er will gerne dort und das machen. Also ich kommuniziere ihnen sozusagen, dass das auch passiert. Und durch das bringen sie das viel selber an. Klar, du hast Leute, die eh noch skeptisch sind, vorsichtig sagen, ja, mal schauen, ich weiß nicht. Aber nein, irgendwie, das ist ein guter Groove. Und das ist bei uns auch der Vorteil, oder? Wir haben nur Frauen bei uns. Wir sagen auch viele, wir haben wahrscheinlich einen Bitchfight bei euch. Und die streiten sich und machen sich Ellenbogen raus. Haben wir überhaupt nicht, weil wir haben extreme Harmonie bei uns. Und man hilft sich gegenseitig, wir haben Spass miteinander. Wir lachen extrem viel. Wir sind auch sehr selbstironisch, auch ich selber, ich lache immer wieder über mich, ich mache mich über mich selber lustig. Darum mache ich mich auch über andere lustig, das darf ich. Nein, und das sind sehr, sehr, sehr viele so Momente, wo du
ich glaube, das, was du ausstrahlst, und das ziehst du dann auch an. Und dann kommen da die Leute, die auch so ticken. Von dieser Anziehungskraft und das Mindset, das du hast, wie hast du dir das? Ich finde das wirklich sehr positiv. Und auch cool, dass du das deinen Mitarbeitern weitergibst. Das ist auch noch wichtig. Wie hast du dir das so ein bisschen angeeignet? Du warst in Amerika, hast ein bisschen Bücher gelesen. Aber wie verfolgst du das immer wieder, dass das auch bleibt? Und so ein bisschen manifestierst? Ja, du musst dir auch immer, also erstens mal, du musst wissen, was du willst. Und die meisten wissen nicht, was sie wollen. Ich kann sagen, dort fängt ja Probleme an. Weil, das so. Habe ich bei mir selber gesehen. Ich habe irgendwo einmal realisiert, ich gehe wieder auf das alte Modell zurück, in der Schule war, keine Zeit für irgendwelche Girls und so. Ja. Und irgendwann habe ich mir mal überlegt, eine Freundin, ich will eine Freundin. Was heisst das jetzt? Wie sieht die aus? Wer ist die? Wie tickt sie? Und dann habe ich mir mal überlegt, was will ich für eine Art von Person kennenlernen? Und genau so eine Person am Schluss ist dann sogar auf mich zugekommen. Das war noch ganz lustig. Und ich glaube, so ist es in allen Bereichen des Lebens. Wenn ich weiss, ich will mir einen Hund zulegen, ja, was für einen Hund hat, soll das ein Rottweiler sein oder soll es ein Pudel sein? Das sind Welten. Ich muss wissen, wann ich will. Oder auch alle die, die Wohnungssuche sind und sagen, hey, ich suche schon ewig eine Wohnung, ich finde nichts in Zürich. Es ist unmöglich. Dann frage ich viele, ja, was suchst du denn genau? Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich nehme einfach, was hat, weil ich bin für alles offen. Das ist zu unspezifisch. Ich muss doch wissen, will ich ein Loft oder will ich jetzt irgendwie ein Einzimmer, Wohnung, herziges Charmant. Und dann findet man das auch. Also ich bin mich momentan zum Beispiel gerade auch umschauen wegen einer neuen Wohnung in Baden. Und ich bin mehr zentraler in die Nähe von der Agentur gegangen, weil wir sind direkt am Bahnhof Baden. Und ich schaue manchmal zu meinem Fenster aus vom Büro und ich sehe über die ganze Stadt, ist wirklich sehr, sehr schön. Und hat zwei, drei so Dachterrassen schon gesehen, die Umgebung. Und gefunden, das wäre jetzt genau die Wohnung wär's. Und einen Monat oder zwei ist es gegangen, ist die Wohnung ausgeschrieben gewesen. Und ich bin sie auch anschauen, sie hat mir dann nicht gefallen wegen etwas anderem. Ja. Aber das würde ich sagen, wenn du dich auftust, du weißt, was du willst auf der einen Seite, du hast das spezifisch äußern, noch besser, du schreibst dir die Ziele sogar nieder. Aber auch da lachen die meisten, sagen, ich muss doch nicht aufschreiben, was ich will, das weiss ich ja schon. Mhm. Du musst das eben aufschreiben und du musst das auch immer wieder visualisieren und immer wieder vor Kopf halten. Das ist genau gleich, wie viel Gewinn willst du pro Jahr machen. Das kannst du auch, du kannst dir die Zahl aufschreiben. Die steht bei mir irgendwo im Büro in der Gross und ich sehe die jeden Tag, die Zahl. Und durch das zieht es mich immer wieder in die Richtung. Hingegen, wenn ich sage, ja, mal schauen, was Jahr bringt. Oder noch schlimmer, mich von äußeren Faktoren beeinflussen lassen, wie zum Beispiel, ich lese irgendwo, Wirtschaftslage, nächstes Jahr soll es wieder ein mageres Jahr geben. Konjunktur kommt langsam, es wird dann schwierig. Die meisten sagen dann, hast du gehört, nächstes Jahr wird es schwierig. Ich glaube, wir müssen dann schauen, ob wir jemanden entlohnen und so. Da ziehst du nur das alles am Schluss an. Und dann wartest du nur, bis der erste Kunde sagt, wir müssen Budget streichen. Und sagst, genau, ich habe es gewusst, es wird passieren. Ja. Hingegen, alles das Ausblenden, das negative Zeug, das Schlimmste, was du machen kannst, musste ich selber lernen. Vor dem ins Bett gehen, noch irgendwelche Newsfeed von Newsportal durchgehen, noch irgendwelche Katastrophenbilder, eingestürzte Brücken oder irgendwelche niedergewälzte Städte von Kriegsgebühren. Das drehst du alles mit am Schluss. Ja. Also die Selbstprophezeiung. Einfach nur im Positiven. Ja. Das ist die Währungsmethode. Ja, kann man so sagen. Unter anderem. Also du hast jetzt gerade so ein bisschen erklärt, eben spezifisch die Klarheit schaffen. Wie kommt man überhaupt zu dieser Klarheit? Weil dort ist das grösste Problem, dass die meisten sagen, sie wollen irgendetwas, aber sie wissen nicht was. Wie finde ich dort dann meinen Flow? Was sagt der Ferris, was man da machen muss? Ich glaube, man muss sich ganz viel Zeit für das nehmen. Und vor allem, was halt auch nicht geht, ist, also sicher, wenn man in einer Partnerschaft lebt oder verheiratet ist oder Kind hat, kann ich natürlich meine Partnerin fragen oder ich weiß oder ich meine zu wissen, was die Person am anderen Ende vom Tisch will. Das ist manchmal auch nicht immer so ganz klar. Sollte man vielleicht mal darüber reden. Aber noch wichtiger, wie zu wissen, was ich will, ist doch eigentlich mal herauszufinden, was ich will. Und für das empfehle ich halt wirklich, für das muss man sich mal zurücknehmen und sich Zeit für sich selber nehmen. Und ich habe mir das früher nie genommen. Das erste Mal habe ich mir Zeit für mich selber genommen, als ich die vier Wochen im Spital war. Mhm. Da hatte ich plötzlich eine Situation, ich habe immer Leute um mich, ganz viele Leute. Ich habe gemerkt, ich muss mich mit mir selber beschäftigen. Ich weiß gar nicht, was mache ich mit mir selber? Wer bin ich überhaupt? Was will ich? Und das ist noch recht so ein krasser Moment, wenn du merkst, dass du mit dir selber nichts anfangen kannst. Ich musste das hier lernen und ich muss mir auch jetzt immer wieder versuchen, Zeit zu nehmen, mal für mich allein zu sein. Und wenn du für dich allein bist, mal in der Ruhe bist, gewisse gehen wandern, andere schliessen sich irgendwo ein, gewisse gehen meditieren, ist doch wurscht. Am Schluss muss jeder seinen eigenen Weg finden, wenn er es findet.
Andere gehen sogar alleine, die irgendwie Party machen, tanzen danach durch und finden nachher, hey, jetzt weiss ich es. kann ich jetzt nicht, aber andere Geschichte. Also ich kann gerne Partys machen und alles, aber nach einer Partynacht zu wissen, was ich will, meistens weiss ich dann gar nicht mehr. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber der Punkt ist, auf den ich raus will, ist, wenn du dir Zeit für dich selber nimmst und dir das mal überlegst und dann kannst du so ein bisschen den Nebel lichten. Und dann findest du es raus und dann heisst es fokussieren auf den Fokus. Weil du kannst nicht das und das und das. Drei Sachen gleichzeitig gehen nicht. Du musst dir immer sagen, jetzt ist das wichtig, jetzt gehen wir hier hin. Gut, jetzt sind wir da. Jetzt gehen wir das an. Und das ist halt viel auch, gell? Wir Schweizer, wir wollen immer alles. Wir wollen dann noch tolle Wohnungen, tolles Auto, tollen Job, tolle Frau, tollen Hund, tolles Kind. Nein, ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht geht. Das ist natürlich schon möglich. Aber am Schluss musst du dir mal überlegen, was will ich heute und was kann noch warten. Und das ist sehr wichtig. Der Fokus, wir haben das schon ein paar Mal in der Sendung gehabt und auch in vergangenen Sendungen, du hast gesagt, der ist sehr wichtig. Mhm. Was heisst denn für dich Fokus? Wirklich Fokus jetzt, du sagst, dieses Jahr will ich so viel Umsatz machen, ich fokussiere mich voll auf das zum Beispiel. Mhm. Oder wie breit darf der Fokus sein? Ich habe Gäste gehabt, die sagen sich, ich habe fünf Sachen gemacht, ich habe mich auf die fokussiert. Hätte ich mich nur auf etwas fokussiert, hätte ich zwar brutal vielleicht Erfolg in diesem Bereich gehabt, aber mir war es wichtiger, mit diesen fünf Sachen Ausgleich zu haben. Mhm. Und dann gibt es die sagen, hey, Fokus auf etwas und dort einfach der Beste werden. Mhm. Diese zwei Ansätze gibt es, die ich immer wieder höre. Ich weiß, was du meinst. Es ist schon so, also ich bin früher auch der, der gefunden hat, ich will auf allen Hochzeiten tanzen, ich will zum Beispiel überall ein bisschen beliebt sein, ich will ja niemanden verärgern, ich will es allen recht machen, auch etwas sehr, 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 sehr Gefährliches. Ich glaube, am Schluss ist schon, für mich ist der Weg vom Fokussieren auf irgendwie ein Hauptziel, finde ich wichtig. Und das lohnt sich vielleicht auch Anfang des Jahres, sich mal zu überlegen, was ist das Motto für dieses Jahr? Das klingt jetzt doof. Oder was ist mein Hauptziel von diesem Jahr? Und dich dann in die Richtung zu gehen und dann dir aber sagen, gut, du tust Etappenziel machen. Also ich sage mir zum Beispiel, am Ende des Jahres will ich dort landen. Gut, dass ich dort hinkomme, sage ich mal, bis im Februar soll das passieren, bis dann das. Es ist einfach wichtig, oder? Die fünf Sachen, die du vorhin gesagt hast, du darfst die fünf Sachen nicht gleichzeitig angehen. Aber manchmal ist es eben auch eine Ausrede, zu sagen, ja, ich habe gar nicht Geld verdienen, weißt, sondern ich wollte Spass haben im Leben. Und so. Das hatte ich auch sehr viel, sehr lange als Ausrede gehabt, um nicht finanziell performen. Also, weil ich das Geld meistens haben wir das wieder irgendwie ausgegeben, das wir reingenommen haben. Und habe immer gefunden, weißt, das Wichtigste ist mir, dass wir es hier gut haben an der Arbeit, dass wir Spass haben und so. Aber am Schluss des Tages, irgendwie musst du die Rechnungen zahlen und irgendwie willst du ja noch, dass etwas übrig bleibt, weil du trägst ein Risiko. Was ist, wenn es mal schlecht geht und so. Darum finde ich das mit dem Fokussieren halt extrem wichtig. Ja. Und was ist denn dein Fokus für das Jahr? Für dieses Jahr? Ja. Dieses Jahr war unser Fokus, muss ich sagen, ich habe einen beruflichen und einen geschäftlichen Fokus gesetzt. Der geschäftliche also beruflich und privat, meinst du? Ja, genau. Beruflich und privat natürlich. Ja, bei mir ist nur noch alles geschäftlich, ist traurig. Das vermischt sich doch in Job. Ja, aber das stimmt. Das ist nicht falsch. Es vermischt sich sehr viel und das ist auch unlässig, weil durch das weißt du eigentlich nie, schaffst du jetzt eigentlich noch oder bist du jetzt schon privat unterwegs. Und mir sagen viele Leute, verwechseln das auch, sagen, hey, wenn ich immer bin, kannst du noch geschwind das und das. Sage ich, bin auch heute privat da, aber ja, okay, mache ich auch noch geschwind. Nein, das ist manchmal schon schön, dass ich das so ineinander hineinzulaufen, weil durch das bist du eigentlich immer in der Ferien oder immer am Freien haben, aber dabei bist du am Arbeiten. Mein Fokus war geschäftlich zum Beispiel, dass wir die Agentur können noch mehr strukturieren konnten, noch mehr Prozesse bei uns auf Autopilot schalten. Ich sage, Autopilot ist ein wichtiges Wort bei uns. Das heisst, wir sind eigentlich so ein bisschen, firmenintern haben wir eine Art ein System McDonald's eingeführt, also wo genau weiss, ein Big Mac funktioniert so und so. Wenn einer ein Big Mac Menü bestellt, dann gehört das und das drin, dann macht der Mitarbeiter das, der Sepp. Und das haben wir bei uns so eingeführt, also Prozess und Standard. Und das hat mir am Schluss möglich gemacht, mich mehr können, rauszunehmen aus der Firma, nicht mehr jeden Abend bis weiss ich, wenn dort sein. Und ich weiss, zum Beispiel jetzt, ich gehe demnächst nach Florida längere Zeit, ich kann dort sein und ich habe ein gutes Gefühl, ich nicht Angst, dass ich jeden Tag anrufe und sage, du, gibt es die Firma noch, ist die noch da, sondern ich gehe davon aus, so wie es jetzt aufgestellt ist, es funktioniert alles und es läuft. Und das hat mir dann geholfen, mein zweites Ziel, das private Ziel zu verwirklichen, nämlich mehr Freizeit zu haben, auch können mehr mir sagen, das Wochenende mache ich jetzt da, mehr Spontanität auch wieder zu haben und nicht so alles durchtakten und durchplanen. Ich hasse, wenn ich jetzt mal mit Freunden abmache, du, komm, wir gehen wieder mal ein Bierchen trinken. Jetzt heute ist irgendwie, keine Ahnung, jetzt haben wir irgendwie August und dann sagt mir der Kollege, ja, du, wie sieht es wieder aus am 23. November?
Das finde ich ganz schlimm. Sondern ich will können sagen, du, jetzt hast du Zeit, komm, gehen wir, machen wir es. Ja. Also so ein bisschen wirklich Freestyle ja. können, ja. wenn du gerade Lust hast, ja. rauszugehen. Ja, wir sind schon gleich am Ende. Was willst du noch so ein bisschen den Hörerinnen und Hörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern mit auf den Weg geben? Ja, was will ich auf den Weg geben? Vielleicht das Wichtigste finde ich, extrem wichtig, dass man sich überlegt, was will ich. Und auch noch wichtiger, welcher Job macht mir am meisten Spass. Ich erlebe es immer wieder, wenn wir selber die Leute bei uns einstellen und wir schreiben eine Stelle auf, dann kommen die Leute sitzen am Tisch und die sind dort, schauen dann mit grossen Augen an und dann fragst du sie, warum gerade du? Warum sollst gerade du den Job bekommen? Sag mir es geschwind. Und dann fangen viele an so, also eigentlich, ja, weil ich noch recht vielseitig bin und ich glaube, ich könnte auch noch viel bringen. Sagen sie so total emotionslos. Und da muss doch Passion an. Da doch, und ich habe uns viel für Leute entschieden, die vielleicht fachlich nicht die Besten waren. Aber ich habe gesehen, denen in den Augen hat das Feuer brennt. Und sie gefunden, ich will den Job, weil ich habe gesehen, ihr macht das und das. Und ich will das unbedingt. Und du hast so gespürt, that's her oder that's him. Also, und dann merkst du, die wollen das. Und das finde ich etwas sehr, sehr Wichtiges. Also zu merken, was will ich und dann vor allem das zu machen, was mir Spass macht. Das ist vielleicht so ein bisschen etwas, wo ich mir mehr würde hoffen für Leute aussen. Weil dann triffst du auch mehr auf Geschäftspartner oder kommst du in Restaurant, im Service, zum Beispiel in der Schweiz, wo zum Teil halt sehr, sehr schlecht ist, leider. Triffst du wieder auf Leute, die sich freuen, dass du ins Restaurant reinlaufst und nicht findest, haben sie überhaupt reserviert? Ja. Sondern das finde ich noch wichtig. Ja. Absolut. Und was man ja auch noch sagen darf, ist vielleicht auch gerade, um noch ein bisschen motivieren, du bist der Medienprofi, der PR-Experte in der Schweiz, aber du hast es gar nicht studiert. Ja, das stimmt. Ich sage immer wieder, ich bin bei uns in der Firma eigentlich der Dümmste. Und ich habe kürzlich haben wir uns, seit langem, seit 18 Jahren, sind wir nie an einem Verband beitreten. Es gibt also Verbände ja. von Kommunikationsagenturen, PR. Und wir haben es dann mal auf Druck von einem Kunden gefunden, es wäre gut, wenn wir dort sind, weil wir sind international, müssen wir zeigen, dass wir mit Agenturen arbeiten, die wir Verband sind. Gut, habe ich gefunden, wir machen das. Und dann habe ich über mich ein Blatt ausfüllen mit Universitätsabschluss, das und das studiert, dann und das und das. Und ich habe gemerkt, ich kann das alles gar nicht ausfüllen, weil ich habe weder PR noch Kommunikation je studiert, bin ich an einer Uni gewesen. Also da sind alle bei uns schlauer als ich, alle besser gebildet. Aber ja, das ist vielleicht auch etwas, wo ich mir sage, komm, learning by doing. Und viele Leute sagen dann auch dort, hey, ich habe das leider nicht studiert, jetzt ist es Sport. Nein, es ist nicht Sport, dann mach es einfach und mach es gern. Habe Freude dabei und dann kommt es also. Aber du wirst nicht mehr studieren gehen jetzt, also. Nein, das ist Sport und mein Problem ist... Was, das ist nicht Sport? Jetzt hast du gerade gesagt, das geht nicht. Nein, ich sage dir, warum ist Sport bei mir? Bei mir ist es Sport, weil ich mich sehr häufig langweile. Wenn Leute irgendwelche Referate haben und es ist einfach... Es ist Schulmaterial, das nicht außerordentlich einzigartig, cool und lässig ist und es wird noch langweilig vortragen, dann schlafe ich sehr häufig ein. Und wenn ich aber einen spannenden Referent habe, ich gehe besser einmal wegen einem Referent fliege in die USA und dann sehe ich den und ich suche alles aus dem raus, wie dass ich da irgendwo in so einen Lehrgang gehe, der dann so low energy ist. Das, Sehr gut. Also, es hat mich mega gefreut, Ferris Bühler, dass du da bist. Danke dir auch. Ich habe noch zwei Fragen, bevor ich die letzte Frage stelle, die gleich aufhört wie die erste. Kannst du schon überlegen. Hast du eigentlich eine Frau heute gefunden? Wir haben so viel mal über Frauen geredet. Lustig, ich habe eine gefunden, stell dir vor. Tatsächlich, ja. Also irgendwann ist es noch mal passiert und irgendwann habe ich auch gesagt, hey, das ist eine Frau. Geheiratet sogar? Ja, sogar geheiratet, sogar eine Tochter und einen Hund. Auch noch? Du siehst, völlig bünzlig, traditionell unterwegs. Also, und die letzte Frage in dieser Sendung ist, im Flow von 1 bis 10 nach dieser Sendung bist du... Jetzt bin ich auf 10. Ja, das musst du sagen. Danke vielmals, Ferris. Danke dir auch, Flavio. Cool gewesen. Flowcast. Abonniere mich auf iTunes, Spotify, Castbox oder auf meiner Webseite und verpasse keine Sendung mehr. Flowcast. Just Flow.